Hallo, guten Abend. Ich bin der Sigi aus Grefrath. Ich grüße Sie, ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin auch hier zurzeit in unserem Geschäft der Familie. Wir haben hier eine Neueröffnung gehabt am 12.11. dieses Jahres und haben uns aus der Idee heraus ein Spielzeuggeschäft eröffnet, aber auch für Tiere, nicht nur für Kinder oder für Menschen. Wie gesagt, wir haben da so eine Idee entwickelt und haben die Hoffnung, dass das ein bisschen anläuft und dass wir einigermaßen gut ankommen. Und ja, dann wollen wir mal schauen. Wir haben in unserem Geschäft verschiedene Sachen, die wir hier anbieten und auch vorstellen. Und darunter fallen zum Beispiel Kinderspielzeuge, vor allen Dingen Klemmbausteine haben wir nicht nur von Lego, auch von Bungie und von, wir haben hier ein Regal hinter mir, von Kobi, auch sehr stabile, tolle Steine, die hundertprozentig mit Lego kompatibel sind. Wir haben Playmobil, schöne Sets von Playmobil. Wir haben auch ein paar gebrauchte Sachen da für kleine Kinder, für ältere Kinder verschiedener Altersklassen. Wir haben Actionfiguren, haben wir sogar auch ein paar Sammlerfiguren dabei. Auch ein paar etwas bessere Sachen, aber da gehen wir dann demnächst mal vielleicht genauer drauf ein. Wir haben auch zum Beispiel E.T. hier in Lebensgröße, original nachgestaltet, ganz selten so zu finden, unversehrt aus den 80ern. Ich kenne den Film selber noch. E.T. nach Hause telefonieren und den haben wir hier im Laden stehen. Den Lara Croft haben wir hier stehen in der mittleren Größe. Wir haben hier den Alien stehen und wir haben auch sonstige ja, Actionfiguren, die mittlerweile schon selten geworden sind. Ne? Ja, wir vertreiben auch Tierfutter. Hauptsächlich sind wir spezialisiert für Hunde und Katzen. Der Hund unser bester Freund und Katzen haben hier auch sehr viele. Wir haben selber auch zwei Katzen und zwei Hunde. Und da vertreten wir die, haben wir hier den Hersteller Jusera, wo wir hinterstehen. Und ja, haben auch Hundefutter. Das ist auch ich meine, wir haben auch Nagefutter, das ist von der Firma Bunny. Da haben wir für alles an Nagetiere, die es so darunter fallen, von Chinchilla, vom Dego, was ist das, Dego, glaube ich, ne? Vom Meerschweinchen, Kaninchen, von der Rennmaus, alles, was Sie sich vorstellen können oder was ihr euch vorstellen könnt, haben wir halt Futter anzubieten. Heu, Streu. Und weil jedes Nagetier braucht zu seiner Verdauung, gibt es verschiedene Futterarten. Wir haben da so ein kleines Seminar absolviert, das ist also Wahnsinn, was da für wie weit das Gebiet reicht und was man alles wissen muss. Ich wusste auch nicht, dass ein Kaninchen eigentlich einen Stopfmagen hat, muss immer fressen, 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 um verdauen zu können. Ne? Und da sind halt so Sachen, die muss man alles lernen. Wir sind auch noch lange nicht fertig mit unserem Wissen. Also, ja. Ja, wir haben auch Spielzeuge für Tiere, für Hunde und Katzen, Spielzeuge, Knochen, Knabberstangen, jeglicher Art. Auch haben wir jetzt im Programm mittlerweile zwar noch nicht so viele Leuchthalsbänder haben wir jetzt auch. Hier wunderschöne, ich weiß jetzt nicht genau, wie das anzuschalten geht. Ja, auf jeden Fall, die Blinken sind auch auf Länge einstellbar. Und dann haben wir auch, ja, jetzt blinkt es gerade, wo ich es weggelegt habe. Ja, jetzt blinkt es ja gerade. Wunderschön, gerade jetzt in der Winterzeit. Damit, wenn der Wald nicht mehr zu sehen ist und man irgendwie doch noch sieht, wenn er mal im Wald noch eine Lichtung läuft. Ja. Dann haben wir auch noch wunderschöne Stofftiere für unseren Liebsten hier. Ne? Von der Ente, von der Gans, was wir hier alles haben. Also auch ganz tolle Sachen. Für die Kleineren haben wir auch super, super Knochen hier, also Spielzeuge. Eher zum Piepsen, ne? Ich hatte unter anderem auch mal selber 16 Jahre in Yorkshire, ne? Der hätte den auf jeden Fall jeden Abend mit zum Schlafen genommen hier, der Yorkie, den kleinen Knochen, ja. Ja, wie gesagt, das Programm ist noch ein bisschen weiter, ist noch ein bisschen größer, das Programm. Ja, da haben wir auch, wir haben auch,
Modellautos, aber auch für Sammler, kleine Modelle 1 zu 87, 1 zu 18er Sachen von 356er Porsche. Wir haben also von mehrere Modelle an Autos, auch schon Liebhabersachen, die eigentlich zu schade zum Spielen sind. Vielleicht zeige ich gleich mal 1, 2, 3 Autos. Und also für jeden müsste eigentlich was dabei sein, ja. Aber manche Sachen sind auch, wie gesagt, fast zu schade zum Spielen, ne? Hier haben wir da, ich glaube von Russland, hier ist da so eine Art Volga, ne? Wenn ihr mal schaut hier, seht ihr hier Autos, ne? Und die bieten wir sehr, sehr günstig an aus Metall. Kostet bei uns, ich weiß es gar nicht genau, das kostet dieses Auto unter 4 Euro, ne? Zum Beispiel aus Metall, schweres Metallmodell. Die meisten haben es wahrscheinlich noch gar nicht so gesehen, ja. Wir haben auch aus der Fast and Furious Serie haben wir Autos, wir haben auch kleinere Autos da, ne? Die liegen bei uns dann hier, was ist das hier? Weiß ich gar nicht, meine Augen sind nicht so gut, darum habe ich euch so eine Brille auf. Ist das 5,90 €? So eine Fahrzeuge auch zum Bespielen halt. Aber wir haben auch Sachen, die wir in der Vitrine haben, die nicht zum Spielen sind. Ne? Mit kleiner Glashaube und alles. Aber Hot Wheels, sowas haben wir natürlich auch, diese Sachen zum Spielen, für die Jungs oder für die Mädels, wer Spaß dran hat, zum Aufschleißen, sag ich mal, haben wir auch so eine Sachen halt, ne? Wir haben noch diese Serie hier als Cabrios hier, so, haben wir auch. Und die ganze Geschichte, seht ihr ja vom Preis her, absolut akzeptabel vom Preis her, ne? So, sind so 11,90 € haben wir hier und die kosten 9,90 €, ja. Die von Matchbox und Hot Wheels, die kosten 11,90 €, ja. Also noch direkt 5 Stück, ne? Wenn man es aufteilt pro Auto, dann wisst ihr ja, was ein Auto ganz, ganz wenig nur kostet, ja. Ja, ja, wir haben auch von Fast and Furious wirklich schon so schöne Autos da. Hier, schaut mal hier, ne? Da sind schon ein paar schönere Sachen hier, ne? Kostet dann 9,90 €. Wer diese wunderschönen Filme geschaut hat, der weiß, kennt auch die Fahrzeuge aus den Filmen, ja. Also verschiedene habe ich dann da oder haben wir da. Seht ihr hier, guck mal. Da gibt es also wunderschöne Modelle. Und wir haben auch ja hier der passende Film, der Film dazu. Sowas haben wir auch. Seht, da sind wir schon wieder bei Filmen. Wir haben ja noch viel mehr Sachen. Wir haben auch DVD-Filme, Blu-rays. Wir haben mehrere Sachen, viele Filme hier. Auch Filme für Erwachsene, Ü18, die sind natürlich nicht hier vorne im Laden. Die haben wir dann woanders. Wenn einer die sehen möchte, haben wir da. Die haben wir woanders stehen. Da kann man dann mit uns, kann man die dann gemeinsam schauen oder also anschauen. Und die haben wir nicht im Laden ausgestellt, ne? Weil das gesetzlich, Jugendschutzgesetz und so weiter. Das wisst ihr ja selber, oder wissen Sie? Ich bleibe jetzt einfach mal beim Du, das wisst ihr ja selber. Und ja, was haben wir noch? Eigentlich bin ich ja gar nicht fertig. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Wir haben auch Gesellschaftsspiele. Wir haben auch Gesellschaftsspiele im Laden. Ja, zum Beispiel hier, kennt doch jeder. Ich schau mal. Wir haben, schaut mal hier, wunderschön. Hab ich ja noch gespielt, ja. Fällt mir nur direkt ein hier, Schlossallee. Monopoly mit dem Geld und hast nicht gesehen, also und dann hier die Star Wars Version, ja, und auch ein wunderschönes Spiel hier, ja, von Star Wars, immer eine ganz tolle Sache, ja, also immer eine ganz tolle Sache. Wie sieht's da preislich aus? Ich habe da gar nicht mehr alles im Kopf, ne? Aber das habt ihr, glaube ich, gesehen schon hier. Wo sind wir da bei? Ist das 27,90 €, ja, wie gesagt, auch ein sehr schönes Geschenk, auch jetzt zu Weihnachten, für die Familie in der schweren Zeit, die wir jetzt haben. Ihr wisst, welche Zeit ich meine, wo nicht jeder mehr vor die Türe geht oder weniger vor die Türe geht als sonst. Und unter anderem haben wir auch zum Beispiel hier Risiko, wer dieses Spiel ja kennt, ne? Risiko, auch ein sehr schönes Spiel, ja? Wo man sich die Zeit mit vertreiben kann, ja. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja. Also sind überall von allem etwas aufgestellt und wenn jemand hier zu uns in den Laden kommt, ins Geschäft kommt, dass wir für jeden eigentlich immer ein bisschen was dabei haben. Ja, ja, jetzt fange ich mal mit einer ganz anderen Sache an, was wir noch haben. Das hat unsere Vorgängerin, hat diese Sachen auch vertrieben und da sind wir bei geblieben, weil wir hier im Dorf, wir sind ja hier in Grefrath, 47929 Grefrath, weil wir eigentlich dachten, hier gab's wohl einen gewissen Kundenstamm auch, um damit mit diese Jungs und Mädels, die den Angelsport betreiben, ja, so wie ich das auch früher gemacht habe,
Ja, habe sogar meinen Schein jetzt mal wieder aktivieren lassen, habe den jetzt mal seit Jahren wieder verlängert. Und wir vertreiben hier auch Angelsachen. Von Kescher bis Ruten von der Firma Balzer, die haben wir hier vertreten im Laden. Und da haben wir natürlich alles, was ihr euch vorstellen könnt, ne? Von Rollen, seht hier, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, ja. Wir haben auch, ja, Hakenvorfächer, Blei, einfach, wir haben fast alles im Sortiment, was ihr euch vorstellen könnt. Wir haben sogar Maden, Würmer, Bienenmaden und so weiter. Diese ganzen Sachen haben wir auch. Ich gehe mal an den Kühlschrank, ich drehe mich mal um. Haben wir extra für unsere Angelfreunde, haben wir hier extra ganz frisch von Tauwürmer. Seht mal hier, Maden. Wir haben hier alles da. Und zu verträglichen Preisen. Ja, ja. Und da ist richtig viel drin, wie ihr seht. Ja? Und damit wir immer, wenn jemand fragt, auch was da haben. Ja? Zu verschiedenen Temperaturen, verschiedene kleine Kühlschränke, weil die haben ja alle verschiedene Temperaturen, brauchen die halt, um fit zu bleiben. Ja, also, da sind wir schon drauf sehr bedacht. Ne? Wir machen sogar 5-mal mindestens am Tag den Kühlschrank auf und sprechen ein bisschen mit denen, damit die auch bei guter Laune bleiben. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja? Ja, wir haben auch hier oben Bienenmaden. Zeige ich euch auch mal. Die haben wir auch. Hier haben wir Bienenmaden. Ne? Ich will das jetzt nicht aufmachen, dann fällt alles auf die Tastatur. Also wir haben, wie gesagt, schon einiges hier im Programm, um unsere Angler aus der Gegend hier, unsere Hobbyangler, einfach bei guter Laune zu halten und dass die auch nicht, wer weiß, wohin fahren müssen, um dann sich da irgendwelche Köder oder sagt man halt, besorgen müssen, damit die nicht zu weit fahren müssen. Ja. Ja, dann ist noch ein Hammer. Wir haben also, jemand hat uns da den Kontakt hergestellt, dass wir jetzt auch noch hier Gewässerscheine vergeben. Bei uns bekommt man auch Gewässerscheine. Tagesscheine, Wochenscheine, Monatsscheine und sogar einen Jahresschein. Ja? Und wir haben hier drei Gewässer. Das war die Nette, das war der Polvensee, da habe ich sogar hier im Geschäft, habe ich hier mein Fischereischein aushängen und da habe ich den Polvensee sogar auch noch mit Kopier, also den Schein, wo ich 1984 am Polvensee geangelt habe, Tageskarte, Tagesschein. Ja. Und wie gesagt, diesen Angelschein, den ihr bei uns bekommt, der ist für die Nette, für den Polvensee und für den Dewitzsee. Diesen dürft ihr am selben Tag oder in dieser Zeit, wo euer Schein gültig ist, dürft ihr diese drei Gewässer alle beangeln oder befischen. Also ihr dürft überall angeln. Ihr könnt morgens an der Nette angeln und sagt, ich habe jetzt Bock auf den Polvensee. Dann fahrt ihr dann zum Polvensee und angelt da weiter, wie ihr das möchtet. Ja, ja, ja. Wir haben da noch so ein paar andere Sachen im Geschäft. Wir haben auch eine schöne Giraffe hier stehen, ne? Die ist mal, schätze ich, so 1,60 Meter hoch. Das ist ein Unikat. Die steht hier im Geschäft. Wir haben auch Feuerzeuge, haben wir auch welche hier, von schöne Zippo-Feuerzeuge, originale Zippos. Die haben wir ja hier im Geschäft. Originale Zippos. Wir haben auch Zubehör für Zippo, also auch hier zum Beispiel hier Benzin oder so, ja. Haben wir auch da und Watte, Benzin und so eine Sachen haben wir halt auch hier. Ne? Wir haben auch einen Keinohrhasen. Ist auch der Hammer. Werden wir euch alles noch zeigen. Wir haben auch einen Keinohrhasen. Ihr kennt ja diesen super netten Film hier mit Til Schweiger. Den haben wir ja auch in Lebensgröße. Der ist so groß wie ich ungefähr. Und ich bin so circa 1,85. Dann lass ihn. Der ist ja ohne Ohren. Hätte der Ohren, wäre der 1,90. Oder der ohne Ohren ist, schätze ich mal, ist der 1,70 oder 1,60. Schätze ich mal. Ne? Passenden Film. Und wir haben den Keinohrhasen. Und wir haben auch, wie heißt das andere nochmal? Zwei Ohr Küken. Den haben wir auch noch, den Film dazu. Ne? Den haben, und das kleine Küken, den kleinen, haben wir auch hier. Aber wir haben also ein paar ausgefallene Sachen halt, wo halt schon echt ein paar Kinder schon wirklich geschaut und gelächelt haben. Mama, guck mal hier, und dieser
im Neuzustand, im absoluten Neuzustand, unbespielt, nicht bespielt, ein riesenschönes Stofftier. Wer da Platz für hat oder hätte, die Sachen sind natürlich auch alle ja zu erwerben, ja, aber wirklich seltene Sachen, die man noch lange nicht überall findet, ja. Wir haben sogar, guck mal, wir haben, ja, wir haben hier, guck mal, das ist die mittlere Größe, weiß ich jetzt gar nicht, ist das die mittlere Größe? Das ist der kleine. Wir haben hier verschiedene schöne Fische für den Angler, auch ein wunderschönes Geschenk und zur Deko. Ich selber habe zu Hause, und das schon seit 30 Jahren, Fischkissen. Die waren damals so selten, ja. Und ich sage euch ganz ehrlich, meine Ex, die wollte die schon damals, die waren schon im Sack zum Wegschmeißen. Für ein Kleider wollte die. Da habe ich gesagt, machst du meine Kissen? Da habe ich meine Kissen wieder rausgeholt. Die habe ich heute noch. Und die dekorieren mein Schlafzimmer. Wenn ich aufwache und gucke nach oben, so gucke ich auf meine Fische. Auf meine Stopffische. 5 oder 6 Stück habe ich da. Die sind bei mir im Schlafzimmer. Und dann haben wir diese hier wo gefunden. Die werden, glaube ich, sogar in Polen, glaube ich. In Polen werden, die werden in Polen gefertigt. Ich glaube, in Handarbeit soll das sein sogar, ne? Die werden in Polen werden die gefertigt, ne? Handgemacht, ne? Ja. Und der haben wir noch, das ist der kleine, der haben wir noch, wir haben da noch, ich will den jetzt nicht oben runterholen, weil der schmückt oben unser Angelzubehörregal, haben wir noch einen riesengroßen, haben wir auch noch. Ne? Aber der kostet halt ein bisschen mehr. Der liegt ja bei ist das 10 Euro, 9,90 Euro und der große kostet halt mehr. Der ist aber auch, wie gesagt, doppelt so lang und viel, viel mächtiger ist der. Ja, wir haben, ich gucke jetzt auch gerade hier, ihr könnt es nicht sehen, ich gucke ja gerade auch, wir haben ja auch Unterfangkescher, haben wir ja auch. In 5 oder 6 verschiedenen Teleskoplängen, Größen haben wir auch hier, ja, Unterfangkescher. Aber wir haben einiges. Unser Laden ist nicht groß, aber wir haben einiges. Wir haben einiges hier und da hat schon manches Kind hat hier gelächelt und auch manche Erwachsene, weil gibt's, habe ich auch nicht so ganz gedacht. Ich habe es zwar schon gehört. Es gibt echt Freaks zum Thema Klemmbausteine, die Sachen bauen, die auch zum Beispiel Lego nicht unbedingt herstellt. Ich rede jetzt einfach mal von einem Panzer oder von einem Militärjeep, ja, der aber nicht schießen kann. Einfach nur, weil die Leute es als Deko hinstellen, sich irgendwo was aufbauen. Und da gibt's halt von der Firma Kobi zum Beispiel, die haben halt so Fahrzeuge bei sich im Angebot hier, verschiedenste Modellbausätze, die ja, wie gesagt, zu 100% auch aus Polen, 100% kompatibel sind mit Lego und auch genauso eine starke Klemmfähigkeit haben und Haftung wie Lego. Lego aus Dänemark wird ja schon lange in China gefertigt. Aber Kobi hier, die fertigen hier in Europa, in Polen. So sieht's aus. Viele wissen das nicht. Und den Test mit Steinen, den haben wir schon mit Leuten gemacht. Da haben wir die Steine, hör, fühl mal, verschiedene Steine, Lego, die sind auch genau in dieselben Maße. Nicht zu unterscheiden, ganz im Gegenteil. Nicht zu unterscheiden, gar nichts. Nicht zu unterscheiden, wenn man da nicht lesen würde, auf dem Kopf immer das kleine Lego. Ja. Dann gibt's ja zum Beispiel noch eine Kanone, seht ihr mal so, so eine Sachen. Und es gibt auch ganz andere Sachen, Schiffe und es gibt verschiedenste Sachen halt, ja. Ja, das sind so, ist ein grober Eindruck, den ich euch jetzt mal nur am Anfang hier auf unserem Kanal, wo wir jetzt ganz neu sind. Wir sind auch bei YouTube, sind wir auch vertreten. Und aber ich bin immer noch nicht fertig. Der Siggi ist immer noch nicht fertig, weil wir werden auch wie unsere Vorgängerin weiter hier Hunde frisieren, Hunde schön machen. Waschen, wir haben eine schöne Badewanne mit allem drum und dran, wir haben einen schönen Föhn, wir werden die Hunde säubern, wir werden die Hunde schneiden, also frisieren, schön, wir machen denen die Ohren sauber, wir machen denen die Augen sauber, wir machen auch einen leichten Krallenschnitt, aber nicht zu tief, wir wollen die Hunde nicht verletzen und bei uns geht auch alles nur in Ruhe mit Termin für Thema Hunde frisieren, Füße freischneiden, die Haare, wenn sie darauf laufen, am Po sauber machen, sauber, alles schön. Aber wie gesagt, bei uns auf Termin und ohne Zeitdruck und ohne Stress. Wenn wir halt eine halbe Stunde länger brauchen, wird es dadurch nicht teurer. Ja, dafür haben wir auch hier so einen Flyer. Guck mal hier. Ja, die wenigsten wissen das gar nicht, dass wir das hier weiter fortführen. Wir haben da noch nicht keine große Reklame von gemacht. Und wie gesagt, das die Helena, meine Schwiegertochter, die ist hier die Hauptdame, die das macht. Ich unterstütze natürlich auch, aber weil Vierbeiner sind bei uns ganz hoch im Herzen vorhanden, ganz einfach. Wir haben selber Tiere, Katzen, 2 Hunde
und meine Schwiegertochter und Sohn auch und so weiter und so fort. Ja, ja. Hier haben wir eröffnet, zeige ich euch nochmal hier unser Geschäft hier in Grefrath. Ja, wir leben hier in einem wunderschönen Dorf, Dorf Grefrath, und hier sind tolle Leute und hoffen, dass uns auch demnächst weitere Leute besuchen kommen, weitere Leute und hier unser Angebot in Anspruch nehmen. Ja, seht ihr uns hier mit den Karten. Wir haben noch gar nicht die Zeit gehabt, die überall zu verteilen, wenn ich ehrlich bin. Von Visitenkarten haben wir auch. Wie gesagt, da war alles so viel Stress gewesen und hat alles so viel Zeit in Anspruch genommen. Wir sind erst im Aufbau und hoffen, dass ein bisschen angenommen wird. Ja, was wir aber noch gerne möchten, wir möchten oder würden ganz gerne hier auf diesem Kanal, wo ich jetzt gerade spreche, wo ich jetzt gerade bin, wollen wir auch gerne des Öfteren mal sprechen, auftreten. Ja, und wir würden auch über andere Sachen sprechen mit euch. Nicht nur über den Laden, man kann mit uns auch über andere Sachen sprechen. Allgemeinheit, Liebe, Autos, Leid, kein Problem. Es soll nur alles im Rahmen bleiben, fair, einigermaßen sachlich. Und dann kann man mit uns über fast alles reden. Auch wenn jemand ein Problem hat oder hätte, ist auch kein Thema. Dafür sind wir auch bereit. Ja, wir stehen mit unserem Namen, unserem Äußeren, stehen wir zu dem, was wir sagen, wie wir sind. Und hoffen auch, dass man uns so akzeptiert. Ne? Unser Geschäft heißt Spielzeug Dreams, hier am Deversdonk 9 in Grefrath. Und wir geben uns alle Mühe, die Leute hier glücklich zu machen und dass man mit uns zufrieden ist. Natürlich, alles gefallen lassen werden wir uns nicht, wenn man uns irgendwie böse kommt oder dumm kommt, aber wir werden alles versuchen, um dass wir hier einigermaßen akzeptiert werden. Mit unserem Geschäft. Leben, wohnen tun wir schon seit mehreren Jahren hier in Grefrath. Ja. Ich selber bin jetzt zum Beispiel, ich bin eigentlich ein Krefelder. Ja. Aber ich lebe hier sehr gerne. Ich bin ja schon damals hingefahren, vor Jahren, weil ich muss auch sagen, vom Pass hat ja auch gut im Spielzeug. Ich bin Autofreak und Motorradfreak. Früher habe ich auch mal Wassersport gemacht. Aber ich bin halt extrem, ne, mit meinen Fahrzeugen. Ich habe schon ca. 150 Autos gehabt, schätze ich mal. Und Motorräder, ich denke mal an die 200. Ja, die ist zwar traurig, manche sagen, ist der bekloppt? Naja, ich bin ja auch ein bisschen bekloppt. Ne. Habe auch jetzt noch ein paar Spielzeuge, ne, auf zwei Räder und auch auf vier Räder, die ich zurzeit aber aufgrund der ganzen Situation und Benzinkosten, obwohl ich habe die Fahrzeuge immer nur spazieren gefahren, ab und zu mal als Luxus, dann wirklich nur genossen, ab und zu mal sein Fahrzeug zu bewegen, aber dazu kommt es ja jetzt fast gar nicht mehr. Ist ja alles so, leider so kostenintensiv geworden und Aber wie gesagt, wir werden jetzt mal hoffen, dass wir, wenn wir die Zeit finden, dass wir hier ein paar gute Gespräche bekommen mit ein paar Leuten. Man kann uns anschreiben, man kann uns ansprechen und wir versuchen, alles zu beantworten. Und das ist das Erste, was ich jetzt mal so, wo ich dabei belassen würde. Ansonsten würde ich sagen, würden wir uns sehr freuen. Wie gesagt, ich bin jetzt noch alleine, demnächst werde ich vielleicht nicht alleine sein, da kommt noch jemand dazu. Wenn ihr unseren Kanal, das wäre wirklich der Hammer, abonnieren würdet. Also wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, dann werdet ihr sicherlich noch einige Sachen erleben und Spaß mit uns haben. Garantiere ich euch, ja, garantiert euch, der Sigi, mein Spitzname, ich bin auch spiegelverkehrt, ja, wo bin ich denn da? Da. Mein Spitzname ist auch Sieglinde. Und dann würden wir uns sehr freuen, ja. Ich bin auch hier ins Dorf gezogen, sag ich mal, auch nach Grefrath, weil ich war ja damals zu Treckertreffen gekommen. Grefrath ist bekannt, 47929 durch Treckertreffen. Ne, wir haben hier die, wie heißt unsere Burg hier, unser Freilichtmuseum haben wir hier und wir haben auch ein Spielzeugmuseum haben wir hier auch, ein Spielzeugmuseum, wunderschönes Spielzeugmuseum, super. Ja, und wir haben auch immer jahrelang, ist aber schon zweimal ausgefallen jetzt wieder, Ami-Treffen gehabt. Und hier war ich dann auch vertreten, ja, mit Fahrzeugen halt. Ne? Meistens mit meinen Corvetten, ich habe eine alte Corvette, C3 bin ich dann hier gewesen, ja, und so weiter. Und ich war auch mit der Dodge Viper, mit dem Ami-Treffen, ne, Dodge Viper und so Sachen, bin ich dann immer hier hingefahren und habe mich da immer jedes Jahr so sehr drauf gefreut halt, ne, ja. Ja, wie gesagt, wir würden uns super freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und dann werdet ihr sehen, wenn wir dann wieder live sind halt, ne, ja. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend, der Sigi von Spielzeugdreams, unser ganzes Team und einen schönen Morgen,
morgigen zweiten Advent. Liebe Grüße!